Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, hier bei Absturz zockt Let's Play. Ich bin der Rob, ich zock das Ganze mit euch und wir haben oben noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Finde und bringe Pamu zu Menemet. Und das werden wir natürlich auch tun. Gut. Schafe lassen wir mal in Ruhe. Und das Ziel ist auch schon markiert, ihr seht schon. So, wir steigen mal ein bisschen eher ab, damit er nicht abhauen kann hier. Das ist sicher Pamu. Der Mann stinkt nach Bier. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Ach, jetzt geht das wieder los. Wieder 300 Meter laufen mit irgendeinem Besoffenen auf der Schulter. So müsst ihr euch den Männertag vorstellen. Wenn euch irgendjemand dann nach Hause bringt, aber das Zuhause gar nicht euer Zuhause ist und ihr wacht in einem fremden Bett auf, habt die Leute noch nie gesehen. Grausam. Also wenn sowas ist, wenn ihr mal richtig feiern geht, dann schreibt doch bitte auf euren Arm eure Adresse, wo ihr euch dann einfinden möchtet. Oder legt einen kleinen Zettel in eure Hosentasche. Bitte hier abgeben und dann ebenso eure Adresse da drauf. So erspart ihr euch den Ärger. Wo ist denn der Lump schon wieder? Ja, ich nenne ihn jetzt nur noch Lump. Ist ja wieder in seinem Rosengarten hier. So Lump, hier, ich hab was für dich. Menet. Das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Jo, das machen wir. Gehen wir mal zum Hohepriester, der ist ja nicht so weit weg. Und dann stürzen wir uns in den Kampf. Natürlich schön, dass der Magi von Siva sich hier einfach so mal als Krieger anbietet. Du bist also Mr. Katzenkopf. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Okay, wir folgen ihm. Unauffällig, natürlich. Oh, sehr gut. Automatische Speicherung. Wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Wir laden euch herzlich ein, unseren feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele Jahrhunderte beschützt hat. Nun... Alter Schwede, das sieht ja nicht gerade einfach aus. Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Und Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber sind eure Herzen rein? Wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos? Okay, wir müssen den Kampf gewinnen. Lasst den Kampf beginnen! Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet die Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet. Hey, ich hab geblockt. Isfet war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipulierte ihre Waagschalen und fraß sich fett
an den Seelen der Sterblichen. Du schaffst das! Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal, doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie Onkel. Nicht durch die Tür. Ja, mach ich. Ihr Kampf währte schon 20 Tage und Nächte, bevor Sachmet die Herren des Chaos unterwarf. Locken. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Das ist mein Adrenalin-Modus. Sachmet, kämpfe für das Leben! Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Und Konter. Sachmets Macht führt deine Hand. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Jetzt hab ich ihn. Sachmet uns beschützen. Führt deine Hand. Konter, blocken, schlagen, Sieg. Gewonnen. Tja, man sollte sich nicht mit dem Magi von Siva anlegen. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yamu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Ich danke dir, mein Freund. Jawohl! Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Dankeschön! So, jetzt wollen wir uns aber noch hier mal ein bisschen verabschieden. Halt! Dein Wissen ist wie eine Truhe voller Bücher. Teile es mit Bedacht. Das mache ich doch immer. Mögen deine Augen bei den Sternen bleiben, Hasina. Werden sie, keine Sorge. Leb wohl, Soris. Bei meinem nächsten Besuch zeige ich dir, wie man mit dem Schwert kämpft. Ja, du bist ein so guter Kämpfer. Keba, ein Ratschlag. Geh nirgendwo hin, von wo du nicht zurück kannst. Ja, Onkel Bayek. So, haben auch den Kindern Goodbye gesagt. Aber es gibt ja hier in Yamu noch jede Menge zu erledigen. Und wir werden uns in der heutigen Folge mal noch ein bisschen umschauen hier. Und dazu rufen wir natürlich unseren Adler. So, hier hätten wir eine Nebenmission und einen Schmied. Da könnten wir auch erstmal was verticken. Da können wir eine Schnellreise machen. Wir haben ja, weiß Gott, noch nicht alles entdeckt hier. Und es macht mich neugierig, was auf dieser Insel dort zu finden ist. Auf jeden Fall Krokodile. Mit denen werden wir es zu tun bekommen. Das hier ist ein Fischerboot, nehme ich mal an. Im Holzsteg. Ich muss ja auch das Rätsel noch lösen. Wer nicht weiß, welches Rätsel, schaut da einfach nochmal in die letzten Folgen. Und zwar, ja, es war, glaube ich, Auf nach Yamu heißt die Folge. Und da erfahrt ihr auch, wie das Rätsel heißt und was ich hier suchen muss. Und dieses Schiff hier interessiert mich natürlich brennend. Ja, und da gehen auch die Flammen auf. Sehr geile Überleitung. Also wir haben jede Menge Orte zu erkunden und zu entdecken. Ich würde gerne die Synchronisation auf diesem Tempel hier machen, oder was davon übrig ist. Dafür brauchen wir aber ein Boot. Alles klar, wir wissen Bescheid. Macht's noch eine Speicherung? Das wäre ja super. Sonst müssen wir nochmal kämpfen. So, ihr seht auch meine Montur. Deluxe,
Paket Assassin's Creed Origins. Und da war die Montur natürlich enthalten. Gut, zu holen gibt's hier erstmal nichts. Wupp. So, ach, kaufen brauche ich nichts. Das kann ich mir alles selber zusammensuchen. Gibt's ja Gott sei Dank genug hier zu finden. Was haben wir denn hier für ein kleines Ausrufezeichen? Willst du mich nicht begleiten? Sachmet liebt die Großzügigen. Magi, hilf mir, ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Versteckte Steuer. Falls ihr euch übrigens wundert, warum Bayek so ein bisschen geschwollen spricht, das liegt daran, weil Ubisoft es tatsächlich hinbekommen hat, wenn Bayek einen Mundschutz trägt oder einen Helm, wird die Stimme auch ein bisschen dumpfer. Also quasi der Effekt. So, und ich soll jetzt erstmal die Quest annehmen natürlich. So, Quest versteckte Steuer. Okay. Ja, es ist da drüben. 1, 2, 3, 4 mal Krokodile. Bis jetzt. Und ich hab's noch nicht mit einem Krokodil zu tun gehabt, also ich hab keine Ahnung. Ein Boot haben wir auch nicht. Oh mein Gott. Wurde er gefressen? Wir werden es sehen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein Boot. Weil darüber schwimmen. Nein, auf keinen Fall. Um kein Geld der Welt schwimme ich darüber. Das wäre ja der sichere Tod. So, haben wir hier denn mal ein Boot zur Verfügung? Ja, eins ohne Segel. Ein kaputtes Floß. Mal Ausschau halten, ob wir hier irgendwas finden, womit wir den See überqueren können. Ich verstehe kein Wort. Natürlich hier am Flussufer jetzt aufpassen. Ich lausche schon, ihr merkt das schon, es wird ein bisschen ruhiger. Da hätten wir nämlich ein Krokodil. Und da hätten wir ein Boot. Da drüben, alles klar. Ob mich die Krokodile auch angreifen, wenn ich im Boot sitze? Wäre ja durchaus möglich. Okay, kurz schauen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Nein, nur dort, okay. Okay, auf geht's. Sind das hier nur Seerosen? Ja. Okay, dann preschen wir mal hier rüber.
Okay, ein Krokodil steuert auf uns zu. Wir können aber direkt hier auf das Boot zuhalten, dann kriegt's uns nicht. Verlorene Krypta. Okay, hier wollten wir ja sowieso hin. Okay. Wir schauen uns erstmal alles von oben an. Schatz plündern können wir hier, okay. So, aber irgendwo ging es hier auch zu synchronisieren. Ich nehme mal an, hier drüben. Ja, genau auf dem. Und da hätten wir einen Schatz. Also ihr merkt, ich kann auch schon mit unserem kleinen Adler ein bisschen besser umgehen. Denn Übung macht ja bekanntlicherweise den Meister. So, soll ich jetzt hier einfach nur springen? Oder? Nein, Baye, komm. Wir machen mal nichts Lebensmüdes. Okay, von hier können wir natürlich springen. So, und hier muss irgendwo der Schatz sein. Aha. Unter uns. Oh je. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich so viele Pfeile habe. Okay. Einmal Krokodilleder. Halt die Klappe! Kommst du jetzt hier hochgelaufen? Ja? So, zweimal Krokodilleder. Okay, im Wasser ist noch ein Krokofant. Schwimmt da. Oh Gott, da kommt einer. Okay, wo ist der nächste da? Komm her. Oh Gott. Das war knapp, Alter. Lese ich mir gleich nochmal durch, denn für mich ist es jetzt gerade ein bisschen gefährlich hier. Okay, Augen aufhalten. Und die Ohren am besten. So, jetzt können wir nochmal lesen. Tag 1. Wir haben endlich unser Lager aufgeschlagen. Wir haben genug Proviant und Materialien für ein paar Tage. Morgen fangen wir damit an, die Ruinen zu durchsuchen. Es sollte hier sicher sein, doch einen unentdeckten Teil des alten Tempels... Doch, was? Was, was? Diesen alten Tempels geben. Ach so, vorhin hörte ich etwas in den Binsen rascheln. Patchnet Jam sagte, das ist nichts. Ich hoffe, er hat recht. Tag 2. Nichts geschrieben. Tja, und dann war's das gewesen. Nehmen wir hier erstmal alles mit. Hier hat man den Schatz zum Plündern, zumindest einen davon. Keine Krokodile in Sicht, nur auf der anderen Seite, okay. Funktioniert tatsächlich. Wie auch immer Fangzahn jetzt hier rübergekommen ist, es hat funktioniert. Da ist gar nichts.
Habt ihr auch gerade die Stimmen gehört? Da ist gar nichts. Wer bist denn du? Ach so, ein Feind. Gib mal her. Okay, der war jetzt schon ein bisschen dämlich, ne? Aber jetzt machen wir mal die Synchro. Halte aus, mein Freund, halte aus. Okay. Ins Wasser. Ins Wasser, wirklich? Nee, da springe ich bestimmt nicht rein. Nein, wir klettern mal normal runter, denn lebensmüde muss nicht sein. Lass mich doch bitte im Frieden. Oh, das Wasser ist echt blutrot da unten. Zack. Ein Ort des Todes. Das untersuche ich. Okay, aber zuerst müssen wir mal den hier unten befreien. Sachmet, die Göttin der Jäger. Hier sind einige Kratzer. Über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Lasst mich doch bitte im Frieden. Das wird Claudius sein. Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche. Doch die Krokodile haben sie verschlungen. Der Deckel eines Sarkophages. Hier war ein Symbol, aber zu beschädigt, um es zu erkennen. Okay. So, wo sitzt denn jetzt der Claudio? Da drüben sitzt er. Und da ist sein Boot. Okay, Stufe 6 aber nur. Ich denke mal, das knallen wir weg. Wenn ich jetzt noch genug Pfeile habe, natürlich. Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Aber ja, fast die Stimme verschluckt. Ich bin natürlich gescheit und auch nicht lebensmüde. Warte mal. Komm, den wollen wir mal plündern hier. Kommt der hier echt nicht durch mit dem Schiff? Oh. Wow. Die Krokodile sind tot, so viel dazu. Schade, der ging vor den Kopf.
hat er das Boot beschädigt. Na, jetzt. Gut, merken, wir kommen hier nicht durch. So, Herr Claudio. Pizarro. Was ist mit dir passiert? Unser Boot haut nämlich ab. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Meine Mutter wird so glücklich sein. Oh Mann. Armer Kerl. Uah. Okay. Na, Steuerung von dem Boot muss ich noch ein bisschen reinkriegen. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeit. Und irgendeine Person... irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. So. Zimmer den los. Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, 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 geht nicht. Die töten mich. Das sehen wir noch. Bitte, hilf mir. Vergiss ihn. Meine Brüder. Du hast meine Brüder erschlagen. Ja. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Sam, Sam, helf nur Sam. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft, sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Mega. Mega, und damit war's das für heute. War eine sehr lange Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nicht dabei eingeschlafen. Nein, denke ich mal nicht. Also, liebe Grüße, dran geblieben. Nächste Folge entdecken wir weiter. Vielleicht gehen wir auch den Rätsel der Papyrusrolle mal auf den Grund. Also, liebe Grüße, wie gesagt, euer Rob. Du magst kein König sein, Bajek, aber du wirst Geschichte schreiben.